Katharina Molitor, 31 Jahre und seit August ausgestattet mit dem Titel Speerwurf-Weltmeisterin. Und den nächsten Erfolg hat sie bereits fest im Blick. Ich bin Katharina Molitor und möchte gerne Champion des Jahres werden. Mit Molitor stehen insgesamt 5 Spitzensportler zur Wahl. Qualifiziert sind Athleten mit besonderen sportlichen Erfolgen. Bei Molitor war es der entscheidende letzte Wurf in Peking. So richtig fassen, dass ich hier Weltmeisterin geworden bin, konnte ich gar nicht, aber es war einfach unglaublich. Erste Gratulantin kurz nach dem sensationellen Wurf, Konkurrentin Christina Oberkvöll. Ich bin einfach in dem Moment riesig für sie mitgefreut. Es hat irgendwie auch keiner damit gerechnet, glaube ich, sie am wenigsten. Und ich glaube, ich habe ihr das Jubeln in dem Moment ein bisschen abgenommen und habe mich einfach für sie gefreut, bis sie es dann endlich realisiert hat. Und wie man Champion des Jahres wird, weiß Oberkvöll genau. Sie sicherte sich 2013 den Titel. Ja, ich glaube, man sollte einfach authentisch bleiben, so wie man ist. Dann kommt es nachher am besten rüber. Und die Speerwurf-Kollegin testet schon mal Molitors Champion-Qualitäten, allerdings in einer anderen Sportart, Bogenschießen. Das hat mir total Spaß gemacht, aber in der Zukunft bleibe ich, glaube ich, doch lieber beim Speerwerfen. Das kann ich etwas besser. Den ersten großen Titel hat Katharina Molitor bereits in der Tasche. In der Türkei soll der nächste folgen.